Moritz Erbecke schreibt: Hey Bijan, ich überlege schon seit einiger Weile, aber ich habe immer noch keine Ahnung, was ich in Zukunft machen soll. Wie kann ich diese Entscheidung fällen? Lieber Moritz, ich glaube, dass es hier bei dir um eine mittel- und langfristige Entscheidung mit Bezug auf deine persönliche Karriere im Berufsleben geht. Hier habe ich das Gefühl, dass es sich bei dir um einen etwas verunsicherten Vertreter der Generation Y handelt, der noch auf der Suche nach dem Sinn und nach der Erfüllung ist und nicht genau weiß, wohin mit sich. Doch gerade hier mag ich eine ganz persönliche Erfahrung aus meinem Leben mit dir teilen. Als ich damals nach dem Studium auf den Arbeitsmarkt preschte, voller Elan und Aggressivität. Ich habe Firmen aufgebaut, Firmen zerschlagen und Profite gemacht. Und ich wusste immer, wo ich hin wollte. Und ich glaube, diese Einstellung kann auch dir helfen. Ich gebe dir eins meiner Mottos mit. Mein Motto war immer: Wagen, nicht verzagen, handeln, nicht hadern. Ich glaube, es wird dir gut tun und so kannst auch du Orientierung finden in deinem zukünftigen Berufsleben. Seid ihr etwa immer noch da? Naja, dann sollt ihr bekommen, was ihr wollt. Hier geht's zu mehr Videos und hier geht's zum Kanal.